Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge eines, ja, tollen Spieles. Ich habe euch ja mit dem Lied letztes Mal dann sozusagen alleine gelassen, weil ich fand es wirklich wunderschön. Und ich finde auch die Natur hier wunderschön dargestellt. Und es ist wirklich einfach wunderschön. Es hat aber eben halt auch seine Horrormomente. Das muss man, ihr tut mir nichts, ne? Ihr seid einfach nur Schmetterlinge oder Vögel. Und ihr tut mir nichts, hoffentlich irgendwie. Ja, Bramble heißt das Spiel, King of the Mountain Hill, glaube ich. Ich kann mir den, naja, ihr seht es ja jedes Mal im Titel. Und ich habe das jetzt erst entdeckt durch Zufall. Ich hatte es auch schon mal vorher irgendwo gesehen und fand es auch interessant und bin dann aber drüber weggekommen. Ein Igel, hallo Igel. Und jetzt schauen wir mal, was der Igel uns zu sagen hat, wenn er uns was zu sagen hat. Ah, da ist noch so ein komischer roter Zwerg drauf. Ach, wir dürfen jetzt den Igel reiten? Kann der schwimmen? Ich weiß es nicht. Wir testen das. Offensichtlich kann er es, aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Alleine wenn ich das da vorne sehe, wo. Irgendwas sagt mir, wir werden bestimmt gleich angegriffen. Ein Frosch. Ich hoffe, dass der uns nichts tun will. Wirklich ein wunderhübsches Spiel. Müssen wir hier raus? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier zurück? Achso. Zurück heißt in dem Falle, wir verlassen den Igel. Hier geht's nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich da hinten hätte absteigen müssen. Irgendwie macht es nicht so den Eindruck, als ob. Beziehungsweise doch, es macht den Eindruck, als ob. Weil wir können nicht weiter nach links. Ich glaube doch, dass wir hier hätten runtergemusst. Nur kann der Igel da nicht diese Kante hoch. Ah ja. Okay, danke, Igel. Ah, das hört sich wieder nach kleinen Schlumpfmützen an. Da. Wusste ich's doch. Ich tue euch nichts. Aber ob der mir was tut, weiß ich nicht. Hey, bleib locker. Du bist doch Peace, Love and Harmony. Das sehe ich doch an deiner Mütze. Hä? Komme ich da nicht rauf? Doch. Danke, bist sehr liebenswürdig. Was ist los, Kleiner? Soll ich dich darauf bringen? Sieht so aus, ne? Nur irgendwas sagt mir, dass das nicht so einfach wird.
ja, alle, die sich wundern, dass sowas mal auf meinem Kanal läuft. Ich habe gedacht, dadurch, dass ich das so toll finde, lasse ich euch daran teilhaben. Ich sehe schon, das große Interesse ist nicht da. Ist ja auch erstmal A, ein älteres Spiel, B, kein ARPG. Also nichts, was normalerweise auf meinem Kanal läuft. Da kommen wir aber nicht hoch. Ich finde es trotzdem toll. Hä? Okay. Darüber würde ich sagen. Oh, wie süß. Upsi. Musik. Oh, macht er das? Wieso ist das jetzt passiert? Auf Drogen? Ach du Scheiße. Wir brauchen Licht, würde ich sagen. Okay. Ich finde das hier auch schon wieder sehr unsympathisch. Ich weiß ja nicht, ob das so... Ist ja mal wieder alles sehr freundlich hier. Ich glaube, wir müssen da rüber jumpen. Okay. Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe. Uiuiui, da hätte ich aber auch ganz schön abkacken können. Hallo? Abgestürzt, yay. War ja auch schon zu lange nicht mehr tot. Das geht ja auch gar nicht klar. Nein. Oh. Lass dich da doch einfach runter und spring nicht wie so ein junger Gott, der ich ja schon lange nicht mehr bin. Gott war ich nie, jung irgendwann mal. Haut ab, wer auch immer ihr und warum auch immer ihr lang schwört. Oh oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Oh nein! Ja, ja. Ich höre da unten schon wieder Geschreie, Gegrunze oder whatever. Na dann. Ach, dumm. Kann doch keiner ahnen, dass das Ding sich bewegt.
Kann doch keiner ahnen. Ah, Mann. Frage ist, wann wir abspringen müssen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das lösen soll. Weil wenn ich nicht ganz falsch liege, müsste jetzt das auf der anderen Seite ja wieder runterkommen. Es dauert nur. Da ist es ja. Uiuiuiui, das war außerordentlich knapplich, viel zu knapp. Bin ich jetzt tot oder war das gewollt? Nein, das war nicht gewollt. Das mal safe. Was soll ich da jetzt machen? Ach, Scheißdreck. Nee, ich muss warten, bis sich das weiter rüber bewegt. Dann im richtigen Moment abspringen. Jetzt. Und das war zu weit. Naja, passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt anliegt. Das fällt einfach irgendwann runter und ich weiß nicht wohin. Kann mir mal einer verraten, wohin jetzt? Ich bin gerade irgendwie echt raus. Ich weiß gerade nicht wohin, das ist viel beschissener. Ach, Scheiße. Okay. Wo ist denn das jetzt hier? Eben war da doch was, wo ich hätte drauf springen können. Aber wenn ich das Licht anlasse, kommt, ist es weg.
Ich weiß gerade nicht, wo ich springen soll. So gar nicht. Okay. Verstehe es gerade nicht. Echt komisch. Ja, wie geht's jetzt weiter, ist die glorreiche Frage. Nee, 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 nee. Ich versuch's mal hier oben. Da ist was. Komm. Ach Mann, leck mich doch am Arsch. Also nochmal. Ja, komm. Oh, ich muss später springen. Ich muss später springen. Nein, oh Alter. Und dann macht er so einen Mega-Jump. Kann ja nicht angehen. Los, fall vornüber. Jetzt. Das hat funktioniert. Schauen wir mal. Hör auf, dich nach oben zu bewegen. Ja. Dreht voll durch das Vieh. Ich fühle mich ja nicht wohl. Was ist das? Weiß ich nicht, Typ wie mit der Violine? Keine Ahnung. Was will mir das sagen? Okay. Auf jeden Fall niemand Nettes, glaube ich. Nein, das sieht nicht so nett aus. Ach so, okay. Ach, da die Violine, alles klar. Sowas wie der Rattenfänger von Hameln, nur mit einer Violine. Ach, da hinten. Scheißdreck. Ah, ich hätte es nicht beschreien sollen. Ja, da hat sich das Spiel aufgehängt. I love it. Das bedeutet für mich Rechnerstart. Ich bin gleich wieder da. Ein Träumchen. Irgendwie 12 Minuten noch. Also bis gleich. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Manchmal macht die Unreal Engine echt komische Sachen. Also speziell die Vierer jetzt. Muss man jetzt einfach mal so feststellen. Keine gute Sache, dass wir durch dieses Schlabberzeug marschieren müssen. Ich habe aber eben noch nachgeguckt, ob
die Aufnahme überhaupt was geworden ist, aber das scheint zu funktionieren. Nicht, dass ihr denkt, ich bescheiß euch oder ich sonstiges. Nee, nee, das hat funktioniert. Ich lasse euch den Fehler auch drinne, damit das klar ist. Ja, da hinten hatten wir aber wieder das große, eklige Vieh gesehen. Ich weiß nicht wirklich, ob ich über die Dinger springen muss. Oh Mann, nicht nett. Nicht nice, echt nicht. Und daneben gesprungen. Nicht nice. Ich weiß jetzt gerade da nicht, wie ich da weiterkommen soll. Das alte Spiel, Try and Error. Ah doch, ich weiß, wo ich weiterkommen soll. Ich habe eben nur den Rand da nicht gesehen. Wieder durch Schlabberzeus. Muss das denn sein? Tut das denn Not? Ich weiß nicht, ob wir wieder durchs Wasser müssen. Offensichtlich nicht. Deshalb bin ich jetzt auch stumpf ertrunken. Naja, man kann nicht alles. Auch nicht nochmal von ganz von vorne. Gib Gas. Wir werden fast dauerhaft gejagt in dem Spiel, ne? Okay, ich glaube, wir müssen unten rum. Sieht schon besser aus. Wir trinken nicht. Wahrscheinlich erschlagen uns gleich Steine oder so. Weil hier in diesem Spiel ist ja fast alles gegen uns. Ach, da hinten schon wieder. Ah, das ist nicht nett. Diese Violine sollte man dir wegnehmen, du Arsch. Oh, Scheißdreck. Habe ich da irgendwas übersehen, wo es besser hingewesen? Da vorne vielleicht erstmal. Ist echt nicht nett, der Arsch. Echt nicht nett.
Ach, scheiße. Nicht wieder ganz von vorne, bitte, ne? Na, wenigstens das nicht. Also nett ist die Sau ja nicht, ne? Alter. Scheiße, ich hätte da. Ah, oh, leck mich. Da war ich nicht genug gedeckt. Scheißdreck. Oh, ja gut, okay. Alle Knochen gebrochen, würde ich sagen. Komm rauf da, komm rauf da, komm rauf da. Kommt der jetzt noch mehr von dem Scheiß? Dem seine Violine sollte man ihm mit. Ach, leck mich. Mahlzeit. Seine Violine sollte man ihm quer in den Arsch schieben. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die. Ich bin weg, du hässliches Vieh. Haben wir jetzt das Schlimmste wieder überstanden oder nicht? Für den Moment vielleicht. Nicht auf die Nase fliegen, Kleiner. Was ist das? Ach da.
In his past life, Macklin was a simple man that loved playing his violin. The village did not appreciate his talent. Okay. People would frequently bully him. And the only song that did not was a girl that Macklin fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Nakin's anger finally overtook him. Hmm. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance, until their flesh and bone got worn down. Nett. Sehr nett. They eventually died, leaving behind shuffling corpses. Still trying to dance to Nakin's melodies. Jo. His love was not spared death either. Devastated, Nakin left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Ja, warum hat er denn? Naja. Where he still lures people with his deadly music. Traumhaft. Und wir als kleines Zwergenkind kriegen das ab. Was für ein Arsch. Und dass man ihn vorher leiden lassen hat, gibt ihm nicht das Recht, uns leiden zu lassen. Meine persönliche Meinung. Ein Stück weit erinnert mich das Spiel an Little Nightmares. Kommt ja auch nächstes Jahr, dieses Jahr, ich muss mich dran gewöhnen. 2024, der dritte Teil. Die ersten beiden fand ich auch sehr toll. Ist doch alles nicht wahr. Ist dem Typ dann langweilig? Autsch. Ich glaube, das waren alle Knochen. Oh, shit. Darüber. Warum glaube ich, dass es da jetzt da einfach bergab geht? Nicht schon wieder. Gott, ist der aufdringlich. So, was? Nicht mehr so schön, wie es mal gewesen ist.
Aber gut, ihr Lieben, das soll die Freitagsfolge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, whatever. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche dann. Tschüss.